Ja, dieser Anschuldigen wurden behandelt. Wir haben natürlich weitere Agenten in das Land geschickt, um dem nachzugehen. Eventuell könnte es sich tatsächlich lohnen, noch einmal einiges aufzuholen. Nun gut, dann werden wir an dieser Stelle noch einmal entsprechende Aspekte aufwickeln, wenn ihr, Ariana, das für sinnvoll haltet. Herr Jamorenis, fahren Sie bitte fort. Nun, ich möchte nun jetzt die Umstände schildern, in denen dieses Gebäude, ich will es nicht Waisenhaus nennen, in Brand gesteckt wurde und was sich meiner Ansicht nach dort zutrug. Nun, wir reisten im Auftrag des aranischen Königshauses in diese Stadt. Wie ihr wisst, eine Kultstätte der blutrünstigen Verderberin. Ihr wisst schon, eine Erzdämonin, um die Statthalterin in dieser Stadt dingfest zu setzen oder dem Tode zu beantworten. Nun, dies taten wir. Die Umstände hierzu müssen nicht weiter erläutert werden, da sie für die Verhandlung nicht relevant sind. Würde jemand den Magier wecken? Kollege, wirklich, muss das sein? Dies ist eine ehrbare Verhandlung. Oh, ja, natürlich. Verzeiht mir doch. Fahrt fort, Adeptus, fahrt fort. Wir schenken euch alle genügend Aufmerksamkeit. Nun, wie gesagt, waren wir im Auftrag der aranischen Krone unterwegs, um die Statthalterin ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Beim Betreten der Stadt bemerkten wir sogleich, beziehungsweise einer meiner Gefährten bemerkte sogleich, übrigens ein Diener der Göttin Raya, dass sich in einem gewissen Etablissement eine dunkle Pforte aufzutun drohte. Und nun ja, wir wissen ja selber, was diese dunklen Pforten in menschlichen Ansiedlungen bewirken. Nun schritten wir natürlich zur Tat, um diese Pforte und ihr Unheiligtum zu schließen und die Verantwortlichen ihrer 12 Göttinnen Strafe zuzuführen. Und im Zuge dieser Unternehmung sandte ich einen Feuer-Dschinn zu unserer Unterstützung hinzu. Und nun ja, dieser Feuer-Dschinn, nun ja, seine astralen Matrizen kollidierten mit der dunklen Pforte und nun ja, er geriet außer Kontrolle. Dies gebe ich wohl zu. Nichtsdestotrotz ist die Anwendung und vorsätzliche Anrufung dieses Feuer-Djinns nur unter 12 göttlichen Vorzeichen zu betrachten und diente lediglich der Bekämpfung der Feinde der 12 göttlichen Ordnung. Bitte doch, Adeptus, wir sind nicht hier, um Meteorologie zu sprechen. Versucht euch doch mehr an die magischen Fakten zu halten, ja? Nun, ich versuche den Hintergrund, den moralischen Hintergrund und meine Beweggründe hier darzulegen und dazu ist es notwendig, nun ja, die Umstände genauestens zu schildern. Nun, wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Nun, dieser Etablissement war mitnichten ein Waisenhaus, sondern eine Spielhölle, würde man es ausdrücken, die den Erzdämon des blutbefleckten Goldes untertan stand. Und nun ja, jeder in diesem Haus, ich betone, jeder in diesem Haus muss davon gewusst haben. Und wenn sie es wussten, dann standen sie wohl im Pakt mit diesem Erzdämon. Und nun ja, mich jetzt dafür zu verklagen, dass ich ein Unheiligtum zu zerstören betrachtet wollte, kann wohl kaum eine Straftat darstellen im gildenmagischen Recht. Wir haben in der Tat Spuren dämonisch-magischen Wirkens in dem Haus feststellen können, auch wenn es, nachdem es niedergebrannt wurde, restlos ausgeräumt wurde.
Dennoch konnten Spuren entdeckt werden. Höchst interessant, inwieweit das Haus denn niedergebrannt. Bis auf die Grundfesten müsste mir ein Bild von dem Schaden machen. Herr Grollmoor, richtig? Können Sie uns etwas näher ausführen, welchen Schaden an dem entsprechenden Objekt angerichtet worden ist durch besagten? Ja. Entschuldigt. Die Ausführungen waren nur so wirr, da wird man ja selber ganz wirr. Genau, das Gebäude, lassen Sie mich schauen. Ich war natürlich selber nicht anwesend, aber ich habe Berichte, auch Sie mit Sicherheit auch. Und das Gebäude ist vollständig verbrannt, scheinbar. Falsch, das Gebäude ist angezündet worden, aber magische Apparaturen wurden benutzt, um das Feuer zu löschen, bevor es zugreifen konnte, richtig? Also hier steht, das Gebäude ist nicht mehr nutzbar. Nun, diese Gräume, die in diesen Räumen anwesend waren, haben eine Art magisches Abwehrsystem gegen Feuermagie entwickelt. Dieses ist zudem nicht zertifiziert und freigegeben. Ach, dämonische Spuren. Wo ihr gerade davon sprecht, was war denn euer Plan mit diesem Elementar? Wie ich bereits ausführte, ich wollte diese Brutstätte der erzdämonischen Wesenheit auslöschen. Ja, aber was wollt ihr mit dem Elementar machen? Der Elementar diente mir als Mittel und Zweck, diese Kultstätte zu vernichten. Aber also wolltet ihr den Elementar dahin schicken, damit er das Haus anzündet? In der Tat. Aber ihr habt doch gesagt, ihr habt die Kontrolle über das Ding verloren. Wie könnt ihr denn über Kontrolle über Herr das Ding verlieren? Herr Grollmoor, diese Frage obliegt dem Gericht, nicht wahr? Ich bin Ankläger. Sie sind Nebenkläger. Gut. Die Hauptsache in der Verhandlung wird zwischen der großen grauen Gilde des Geistes und Herrn Jamorenis verhandelt. Um diese Frage aufzugreifen, kann uns sicherlich ein näheres Verständnis über die Gedankengänge des Adeptus Jamorenis bringen, zu dem folglichen Zeitpunkt zum. Führt doch bitte aus, welche genaue Wirkung wolltet ihr mittels des Elementars und des Djinnis hervorrufen und welchen genauen wortlautenden Befehl habt ihr der Wesenheit aufgezwungen? Welche Vorkehrungen habt ihr im Vorfeld getroffen und habt ihr über entsprechende Gaben, Geschenke etc. versucht, diese Wesenheit sanft oder milde zu stimmen? Welche Denarien habt ihr benutzt und vor allem welche Schutzzeichen habt ihr benutzt? Und mich interessiert auch sehr, was für Sigillen ihr benutzt habt. Schickt einen Schreiber los. Er soll nachsehen, ob wir über den exakten Elementar Aufzeichnungen haben. Vielleicht lässt sich durch seine Wesenheit eine Tatsache offenlegen. Oh ja, der wahre Name und vor allem die Qualität des Namens, sehr interessant. Habt ihr ein Pandyashtra benutzt, ein Pentagramm? Zu welchem Ort und an welcher Zeit habt ihr den Elementar beschworen und aus welcher Materie selbst hat sich der Elementar geformt? Auch das wären relevante Fragen, die ihr zu beantworten hättet, Herr Jamorenis. Ihr wertes Gericht, es wäre vorteilhaft, wenn ihr die Fragen nacheinander stellt, sodass ich sie nacheinander beantworten kann. Ich versuche zu rekapitulieren. Nun, Warum rennen es wir nicht einfach, Sahib? Zeigt uns die Beschwörung. Beschwört den Geist. Das werde ich nun hier nicht tun. Das bedarf einer gewissen Vorbereitung, ihr versteht. Und außerdem ist es nicht notwendig. Wir wissen schon, natürlich ist es aussetzen notwendig, dass wir genau wissen, wie ihr es gemacht habt und genau welche Schritte ihr eingegangen habt. Ich könnte es euch beschreiben, würde euch das ausreichen. Magister Ben Jakoba, ich muss doch sehr bitten. Wir verhandeln gerade darüber, dass angeblich im Adeptus Jamorenis sein Feuerelementar außer Kontrolle geriet. Ihn jetzt hier herbeibeschwören zu lassen, halte ich für töricht. Aber ganz gar nicht. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass wir auch den Djinn befragen. Vor allem, wenn der Djinn tatsächlich gegen Gif gekämpft hat.
Ich gebe dem Magister Ben Hasrabal recht. Er ist unser Sachverständiger für eben jenes Thema. Wenn er es empfiehlt, so werde ich auch in meinem Amt als Vorsitzender dieses Gerichtes dafür plädieren, eine entsprechende durch den Angeklagten oder durch Herrn Ben Hasrabal ausgeführte entsprechende Berufung dieses Sinns durchzuführen. Schlage ich vor, dass Magister Jakoban eine solche Anrufung durchführt. Na, zu gerne. Ich habe schon die Krara und die Astranin vorbereitet. Die, wie nennt ihr das? Sphären- und Sternenkonstellationen. Nun, dürfte ich weiter ausführen. Der Zweck dieser Beschwörung war mir zum damaligen Zeitpunkt noch nicht klar. Ich band ihn an einen Ring. Ihr seht hier diesen Rubin an meinem Fellfinger? Ein außergewöhnlich schönes Stück. In der Tat. Ich beschwor ihn in Gareth zu diesem Zwecke, dass er uns unterstützen sollte unter unserem Kampf gegen das Dämonengezücht. Nun, ihr fragtet mich, warum oder zu welchem Zweck ich diesen Feuerdjinn freiließ. Nun, er sollte dieses dämonenverfluchte Gold im Keller dieses Etablissements vernichten. Nun, die Läuterung durch Feuer ist in der Tat eine Möglichkeit, ja, doch, durchaus. Aber, Herr Jamorinus, was mir auffällt, Sie sprechen die ganze Zeit von Beschwörung. Nun, Anrufung wäre wohl das treffende Wort. In der Tat, wir wollen bei der fachlich richtigen Terminologie bleiben. Verzeiht. Nun, dann sollten wir doch wahrlich die fachlich richtige Beleitung nehmen, nicht wahr? Tariq al-Nushir. Nun, also beschreiben Sie uns bitte weiter diese Wesenheit, Herr Jamorinus. Nun, dieses Wesen, das ich in Gareth anrief, nannte sich Shamu Jajira vom Flammenden Berg. Ein Feuerdjinn von exzellenter Größe und Macht. Ihr habt dieses Wesen in Gareth angerufen. Das heißt, ihr habt es dort beherrscht? Verzeiht, mein Gedächtnis trübte mich. Ich glaube, es war in Zorgern im Rosengarten. Das wäre möglich. Ja, ich glaube, es war in Zorgern. Verzeiht mir diesen Fauxpas. Ihr habt im Rosengarten einen Feuerelementar. Natürlich, ein elementares Wesen in einem elementaren Fluidum zu rufen, erschien mir zweckmäßig. Ihr glaubt? Nun gut. Fahrt fort. Nun, die Umstände und Lunaria zu diesem Zeitpunkt passten sich natürlich der vorhandenen Quantität und Qualität, die auf dem Markt erhältlich war, an. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was ich diesem Elementar als Lunaria darreichte, aber ich denke, das tut auch nicht zur Sache. Doch, da die Bindung funktionierte. Die Bindung funktionierte und ich konnte ihn ohne Probleme und nun ja, mit einigen etwas Blessuren meinerseits in diesen Ring binden, das allein zählt. Von der Zuhörerbank könnt ihr jetzt rascheln hören. Lando Gerano erhebt sich, schüttelt mit finsterer Miene den Kopf und verlässt dann den Saal. Herr Jamorinus, was von Interesse ist und was nicht bei dieser Verhandlung, das bestimme ich als Vorsitzender der Gerichtsbarkeit. Also, Sie können sich demnach nicht an die von Ihnen verwendeten Donaria erinnern? Nun, ich denke, es war etwas Weihrauch, einige, Aber mir würfel mal Selbstbeherrschungsprobe. Plus 7. Immerhin ist gerade deine ehemalige Spektabilität gegangen. Ja, das Blut schießt dir in den Kopf, du verhaspelst dich immer wieder ein bisschen mehr. Und kann sich nicht so ganz auf die Frage von Salandrion konzentrieren. Was hat er gerade gesagt? Was sagtet ihr? Herr Morenes, ich werde mich nicht wiederholen. Seid ihr geistig gegenwärtig im Zustand, eine Verhandlung zu führen? Natürlich. Ich war
kurzfristig abgelehnt, verzeiht. Vielleicht ist es einfacher, den Hergang aus seiner Gedankenwelt zu extrahieren. Nein, das werden wir nicht. Wie ihr wünscht. Ihr habt da sicherlich die Paraphernalia alle aufgezeichnet, oder nicht? Natürlich. Ich denke, ich habe sie den Gerichtsakten damals beigefügt. Gucke einmal die Hexe an. Ich erinnere mich daran, dass er zumindest einige Aufzeichnungen gesehen hat. Allerdings nichts in Bezug auf Paraphernalia. Nun, dann ist es bedauerlicherweise nicht in unserem Kenntnis, welche Paraphernalia verwendet worden sind. Das wäre möglich. Ich versuche es zu konstruieren. Also, wie gesagt, der Weihrauch, den ich in Zorgana stand, dann erinnere ich mich noch an ein paar edle Hölzer. Ja, ich glaube, dass das wahr ist. Edle Hölzer und Weihrauch verbrannt in einem humuselementaren Gebiet. Nun, es sollte funktionieren, ja. Nicht perfekt, aber machbar. Könnte es sein, dass die Vernichtung von elementarem Humus in einem humusaffinen Gebiet die örtlichen Geister zu einer Interferenz gereizt haben? Das steht nicht zu vermuten, da sich die Geister des Humus nichts derart äußerten oder die Zeremonie störten. Geister wirken hin und wieder so subtil. Also, ihr habt in einem elementaren Heiligtum des Humus verbrannt. Humus von hoher Qualität, wie ich anzunehmen habe. Natürlich. Der Situation angemessen. In unseren Aufzeichnungen ist aufgeschrieben, dass er durchaus um Erlaubnis gefragt hat, der Kirche und diese auch erteilt hat. Also ist das im Segen der Raya-Kirche geschehen. Nun, das stelle ich nicht in Abrede, allerdings geht es hierbei ja nicht um, wie mein ehrenwerter Beisitzer bereits vorhin festgestellt hatte, Fragen des Glaubens sind Fragen der magietheoretischen Natur. In dem Tempel sind durchaus auch einige Rosen-Genie anwesend, die bei Bedarf befragt werden, und auch sie haben keine Einwände hinterlassen. Und wenn ich mich recht entsinne, ist Feuer auch nicht das Gegenelement zu Humus, oder? Nein, das ist vollkommen richtig. Es ging nur um elementare Interferenzen, die Herr Ben Hasrabal angesprochen hatte. Das war ich immer. Nun, es gab keine elementaren Interferenzen, die eigentlich Anrufung störten. Das führte ich schon aus. Also würdet ihr sagen, ihr habt bei dieser Anrufung alles Menschenmögliche getan, um den Geist im Zaum zu halten? In der Tat. Wärt ihr bereit, dies auch zu schwören? Natürlich. Und tut dies bitte. Ich guck mich mal um, ob hier ein Geweihter anwesend ist, der Drakoniter eventuell. Ja, ihr könnt erkennen, wenn Abelmäßig sich so ein bisschen umblickt, also Blickkontakte zwischen Salandrion und der Drakoniter könnte es auf alle Fälle geben. Ich nick dann einen Drakoniter zu, sodass er hinzutritt. Ja. Er hebt sich dann von der Zeugenbank, hatte da wohl gerade kurz mit seinem Mitanwesenden sich unterhalten, tritt dann nach vorne und wird sich dann mal vorstellen. Verzeiht, ich bin Asavo Yitzkok vom Großen See. Und ich kann euch gerne einen Eidsegen abnehmen, wenn dies gewünscht ist. Im Namen der Hesinde, im Namen des Nandos. Nun, hiermit beeide ich vor Sinne, vor Nandos und ihren weiteren Söhnen und Töchtern, dass alles, was ich in dieser Ausführung darlegte, der Wahrheit entspricht. Sollte meine Aussage diesbezüglich falsch sein, möge mich Sinne und Nandos strafen. Wie mögen sie euch strafen? Nun, wie Sinne eben ihre Eidbrecher straft. Mit Dummheit. So möge es sein. Irgendwo in der Publikum kichert jemand. Ich lehne mich nochmal zu
gehört. Sorry, Salandrian rüber. Ja, Spektabilis. Ich biete an dieser Stelle noch einmal an, seine Aussagen trotzdem magischerweise zu überprüfen. Nun, sollten wir am Ende des Prozesses nicht zu einer erhellenden Lösung kommen, werde ich eventuell darauf zurückgreifen, werter Kollege. Verstanden. Nun, doch kehren wir jetzt zum Elementarwesen und derlei zurück, nicht wahr? Natürlich, erlaubt mir doch bitte. Selbstverständlich. Adeptus Yamorenis, nenn uns noch einmal den genauen Wortlaut eures Befehles an der elementaren Wesenheit darlegen würdet und im Einzelnen erläutern, wie ihr dies ausgelegt habt, um einen Kontrollverlust zu verhindern. Nun, wie ihr sicherlich wisst, ist es einige Zeit her und ich hoffe, ich kann mich an den genauen Wortlaut erinnern. Ich befahl ihm, das Etablissement anzugreifen und das Elementare, das Ungold im Keller zu vernichten. Wenn ihr uns bitte einen genauen Wortlaut darlegen möchtet. Verzeiht, wenn ich diesen nicht mehr allgegenwärtig habe. Ich versuche es im weitesten Sinne richtig wiederzugeben. Selbstbeherrschungsprobe plus 10. Du stehst unter Eidsegen. Aber mir kann ich an dieser Stelle echt nicht mehr erinnern. Ja, aber das, also wir wissen ja natürlich, was er Rot hier gesagt hat. Aber der Eidsegen zwingt dich nicht mit seiner Selbstbeherrschungsprobe. Du kannst ihn mutwillig berechnen. Nee, es geht hier vor allem darum, dass ihm gerade das Herz in die Hose rutscht, weil er hier gerade auf einem Präsentierteller sitzt. Also darum geht's. Das meinst du? Ist plus 10? Okay. Ja, eben schon plus 7. Ihm geht gerade hier alles flöten. Nun, ich fürchte, ich kann mich nicht mehr an den genauen Wortlaut erinnern. Verzeiht mir. Welchen Wunsch habt ihr geäußert, als ihr den Djinn in den Ring gebunden habt? Dass er mir zur Verfügung stellt, seine Dienste zur Verfügung stellt, natürlich. Sehr allgemein gefasst. Wie war der genaue Wortlaut? Dies ist noch länger hier. Verzeiht, wenn ich mich nicht mehr an den genauen Wortlaut erinnere. Ich bin mir sicher. Ja. Wenn. Verzeiht, Spektabilis. Herr Gollmoor? Ja. Ich wollte euch nicht unterbrechen. Das letzte Mal wurde ich so zurückgewiesen. Ich bin selten bei einem Gildengericht dabei. Da wollte ich nicht unhöflich fühlen. Nun, ihr scheint ja auf glühenden Kohlen zu sitzen. Ich habe das eben gerade gesehen. Ihr wolltet den Angeklagten etwas fragen? Natürlich. Obwohl der Vorschlag von der werten Dame ein sehr guter ist. Ist es ihr vielleicht wirklich möglich, gerade den Elementar zu fragen? Ich habe gehört, diese Wesen würden zumindest ehrlich sein. Das werden wir zu gegebener Zeit sicherlich auch in die Wege leiten. Wunderbar. Also, Herr Morinus, wenn ich das richtig verstehe, habt ihr einen magischen Elementar losgelassen, aber ihr könnt euch weder daran erinnern, was ihr ihm befohlen habt, noch was genau ihr von ihm wolltet? Dies ist nicht korrekt. Ich sagte, ich erinnere mich nicht mehr an den genauen Wortlaut. Ich erinnere mich schon, den Vorsatz, dieses Haus bzw. den Schatz zu verbrennen. Und das war alles, was ihr von diesem Elementar wolltet. Er sollte in das Haus vordringen, ohne jemanden zu verletzen und nur das Gold dort verbringen und das verbrennen. Das ist alles, was er tun sollte, in eurer Erinnerung. Nun ja, es wäre möglich, dass ich noch etwas anderes befohlen habe, aber ich kann mich... Möglicherweise hatte ich noch etwas anderes im Sinn, aber das tut doch hier nicht zur Sache, nicht wahr? Wir verhandeln doch die Sache um die Benutzung des Elementars zur Verbrennung dieses Etablissements, nicht wahr? Und nicht etwas anderes. Ja, also es ist schon relevant, was ihr dem Elementar befohlen habt. Zum Beispiel könntet ihr dem Elementar ja befohlen haben, dort reinzufliegen, alle Kräume umzubringen und dann das Gold zu verbrennen. Oder ihr habt dem Elementar gesagt, er soll niemandem schaden, da reinfliegen und nur das Gold verbrennen. Den Unterschied erkennt ihr doch sicherlich selbst. Nun, in der Tat. Was zur Sache tut, Herr Yamorenis, das habe ich Ihnen vorhin schon einmal gesagt, entscheiden wir als Gericht. Und nicht Sie alleine. Wenn Sie uns Informationen vorenthalten,
wird das schlecht für sie gewertet. Also, ein Befehl... Wir könnten einfach jetzt den Djinn beschwören. Der Djinn kann es viel besser sagen. Ich denke, der Djinn wird sich erinnern, was der werte Kollege gewünscht hat. Wir wollen den werten Kollegen doch wenigstens noch die Möglichkeit geben, seinem Gedächtnis auf die Sprünge zu kommen. Oh, bitte, das ist Zeitverschwendung. Lasst uns direkt zu dem wahren Namen vorfahren, damit wir zu den interessanten Dingen kommen können. Also, Herr Jamorenis, beantwortet bitte die Frage des Nebenklägers. Nun, ich befahl ihm nicht, die Gräume zu verbrennen, sondern lediglich das Haus und diesen unheiligen Schatz zu verbrennen. Habt ihr ihm noch etwas befohlen? Ein Befehl kann ja durchaus die Dienstbarkeit des Wesens in Abrede stellen, wenn es seinem Wesen nicht entspricht. Nicht wahr, Herr Benasterbal? Nun, er kam ja nicht mehr dazu. Er wurde ja von dieser gräumischen Antimagie vernichtet. Djinn sind durchaus anfällig für magischen Einfluss von Ifritim. Wenn man einen Djinn auf Ifrit verseuchtes Material schickt, ist die Kontrolle weit schwerer. Herr Morenis, Sie haben die Frage immer noch nicht beantwortet. Ich werde langsam ungeduldig. Also. Nun, da gab es natürlich noch diese Akademie. Zutiefst schwarzmagisch und was wir dort entdeckten, ihr könnt es euch nicht vorstellen, ihr wollt es euch nicht vorstellen. Und eventuell befahl ich ihm nach der Vernichtung dieses Unheiligtums auch die Akademie niederzubrennen. Ihr wolltet die Schule des Schmerzens zu Zorga niederbrennen? Exakt dies, eine Schwarzmagerschule übelster Couleur. Das wirft das Ganze in ein ganz neues Licht. Das Gericht muss sich kurz beraten. Wir sind in einem Augenblick wieder für Sie da. Kollegas, würden Sie bitte mitkommen? Ja, dann erhebt sich dann sehr schwerfällig aus seinem Stuhl, winkt noch mit dem leeren Weinbecher den nächsten Beistehenden zu, klappt ihn dann wieder auf den Tisch und watschelt erstmal hinter Salabrion her. Irina erhebt sich auch. Gibt natürlich so einen Ordner beiseite, vollgefüllt mit allem Beweismaterial, was in dieser Schule gefunden wurde.